Wir sehen hier das Sony Ericsson W395. Auf der Rückseite des Walkman-Handys befindet sich eine 2-Megapixel-Kamera, die ja bestenfalls schnappschusstauglich ist, denn das Ganze ist ein Einsteiger-Handy und der Fokus liegt auf dem Walkman-Player. Wir wollen trotzdem einfach mal schauen, was die Kamera kann, auch wenn man hier sicherlich nicht zu viel erwarten darf. Am schnellsten gelangt man ins Kameramenü, wenn man hier die Kamerataste an der Seite findet. Und dann haben wir hier ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Ich gehe dafür mal ein bisschen näher dran, damit man das erkennen kann. Man sieht hier auf jeden Fall nochmal deutlich, dass das Display schön hell und klar ist. Also hier kann man den Aufnahmemodus wählen, die Bildgröße, Nachtmodus, Selbstauslöser, Fotoqualität, Speicherziel, Verschlusston, Effekte, Weißabgleich. Was mir hier gefällt, ist, dass man hier die Vorschau direkt im Hintergrund sieht. Allerdings ist das Display so klein, dass man da nicht wirklich viel erkennen kann, weil das Menü schon ja das meiste des Displays in Anspruch nimmt. So, genau, das war es auch schon hauptsächlich mit den Einstellungsmöglichkeiten. Wir machen einfach direkt mal ein Bild. Immerhin löst die Kamera sehr schnell aus. Diese Streifenbildung, die haben wir hier öfter. Das liegt an unserer Beleuchtung. Das Bild ist ja ist in Ordnung, es ist halbwegs scharf. Sicherlich darf man nicht zu viel erwarten, zumal natürlich auch kein Blitz vorhanden ist und die Kamera hier hinten völlig ungeschützt ist. Das heißt, da landet sicherlich auch schnell mal direkt drauf. Darauf sollte man vielleicht achten beim Fotos machen. Wir wollen auch noch mal ein Video drehen. Dazu kann man hier einfach ja, runterblättern. Dann wechselt die Kamera in den Videomodus. Auch hier gibt es Einstellungsmöglichkeiten, allerdings sehr, sehr wenig. Man kann das Ganze für MMS begrenzen, den Speicher festlegen und das Mikrofon ein- und ausschalten. Ach, und einen Zoom gibt es hier auch noch. So, wir wollen jetzt aber direkt mal das Video drehen. Dann werde ich das mal abspielen. Und es ist sehr, sehr pixelig. Also das war auch nicht wirklich anders zu erwarten, aber die Videos sind eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen. Mit den Fotos kann man sicherlich mal die ein oder andere lustige Situation festhalten. Aber auch da empfiehlt es sich für wirklich gute Fotos, eine richtige Digitalkamera zu nehmen. Also das darf man aber bei so einem Handy auch nicht erwarten, dass man hier sehr gute Bilder als Resultat bekommt.